Signori, Christoph Marthaler, Leone d'Oro 2015. È con noi Malte Ubenhauf, drammaturgo, con Christoph Marthaler anche dello spettacolo che abbiamo visto ieri sera, Nil Flottin. Bene, io sono Andrea Porcheddu, iniziamo oggi questo ciclo di incontri con i maestri della Biennale Teatro 2015. Sono certo che ci saranno tante, tante domande, tante curiosità, tante dimostrazioni d'affetto per questo artista, per questi artisti che l'Italia conosce e ama già da tempo, dai tempi almeno del Premio Europa 1999 dato a Taormina a Christoph Marthaler, fino all'ultimo Premio UBU lo scorso anno. Sono tanti gli spettacoli che sono venuti nel nostro paese, ma il Leone d'Oro 2015 arriva a sancire un percorso artistico articolato, complesso, bellissimo, vivacissimo, continuamente spiazzante. Avete visto anche ieri sera, chi ha avuto la fortuna di vedere lo spettacolo, quanto Nil Flottin lavori su codici, su strutture, su canoni diversi, riesca a mescolare l'alto e il basso, la poesia e la slapstick comedy. La grande musica Schubert con le pernacchie fatte in poltrona, appunto. Tanti lavori, ma la curiosità credo che di tutti noi sia quella di capire proprio qual è l'artigianato di Christoph Marthaler, come nasce un lavoro, una nuova creazione di questo regista. Poco fa stava raccontando di come siano andati in questi giorni a visitare alcune isole della laguna alla ricerca di suggestioni, alla ricerca di idee, no? Per possibili nuove creazioni. Allora tutto quello che vogliamo sapere noi critici che siamo distanti dalla capacità creativa, ma gli artisti che sono presenti in sala, è proprio questo: da cosa nasce un suo spettacolo? Cosa vi spinge a scegliere un autore come la Bish, che fortunatamente avete riportato in scena, anche se abbondantemente riscritto, reinventato, piuttosto che Shakespeare? Ja, ich habe La Biche auch schon gemacht und ich habe Shakespeare auch schon gemacht und vielleicht ist es das nächste Mal wieder Shakespeare. La Biche habe ich eigentlich. La Biche ist ein Komödienschreiber, ein französischer, wo man im Allgemeinen immer ganz, ganz schnell spricht, wo man die Dialoge ganz, ganz schnell hintereinander zusammen hat. Das ist das Prinzip, das französische Prinzip der Komödie, aber auch das Englische und so. Ich habe bei meiner ersten Inszenierung von Rue de Lourcine, L'Affaire Rue de Lourcine, die eigentlich normalerweise 40 Minuten dauert, hat bei uns 3 Stunden gedauert. Das heißt, die Pointen haben fast nicht mehr existiert, weil man sie schon wieder vergessen hat, als die Antwort kam. Das war hier zum Teil auch ein bisschen so. Es ging mir aber eben nicht um diese Art von Komödie. Bei La Biche habe ich das Gefühl, das ist einfach nicht nur eine Komödie, sondern das zeigt einfach die Abgründe einer Gesellschaft, die nicht nur die französische ist, sondern auch die schweizerische, habe ich da sehr wiedergefunden. Und das ist das, was mich interessiert, die Abgründe der Menschheit. Certo, su questo sicuramente torneremo. Mi piace però provare a scavare anche con Malte quali sono i vostri riferimenti culturali. Sappiamo la sua provenienza, i suoi studi musicali, l'incontro con Lecoq, ma da quali libri, quali sono i rimandi cinematografici, immaginifici, letterari che portate all'interno di una creazione? Ja, bei mir ist es so, dass ich ja ursprünglich Musiker bin. Ich habe klassische Musik studiert und habe aber auch immer experimentelle Musik gemacht. Nur war mir die Musik irgendwann nicht mehr so ganz genug. Ich wollte die Musik verbinden mit Bewegung, mit Theater eben. Das war ein langer Prozess. Und für mich ist hauptsächlich die Musik ausschlaggebend.
und bin eigentlich über die Musik auch zu Texten gekommen. Und in Texten ist für mich auch die Musik im Text immer maßgebend. Shakespeare ist Musik, Beckett ist Musik, Horvath ist Musik, nicht nur Inhalt. Und das spielt für mich eine große Rolle. Ich kann jetzt nicht deutlich sagen, was für mich inspiriert hat. Das sind immer so Klischees. Es ist klar, das sieht man wahrscheinlich zum Teil auch, dass mich Filme von Buñuel fasziniert haben und immer noch faszinieren. Es gibt auch klare Zitate zum Beispiel, aber sonst gibt es wirklich sehr viel. Und ich versuche mich an den Dingen zu inspirieren, die auf der Straße, die im Freien, die draußen sind und möglichst nicht im Theater. Ich verbringe so wenig Zeit wie möglich im Theater, sondern draußen. Für mich ist das Theater draußen. Ich bringe es nur rein, weil es Leute gibt, die tatsächlich ins Theater gehen und dann muss man denen ja auch etwas zeigen. Ne? Giustamente. E tra questi riferimenti musicali, lei ha citato Monteverdi, ha citato Satie, abbiamo ascoltato Petula Clark ieri sera. Quali sono i suoi compositori di riferimento? Es gibt keine Hauptkomponisten, glaube ich. Erik Satie fasziniert mich, weil er eine ganz bestimmte Form hatte zu komponieren. Das ist das Baukastensystem. Das heißt, er hat einzelne Themen genommen und die zusammengesetzt und die auch zum Teil beliebig zusammengesetzt. Insofern ist er ein Vorreiter von Leuten wie John Cage oder so. Und in meinem Theater ist das auch so. Ich baue verschiedene Blöcke, verschiedene Bilder und die werden erst ganz spät zusammengeführt. So auch bei unserem Labiche, kann man sagen, wo, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, 70% Labiche und 30% Erfundenes dazu kommt. Malte ist nicht nur Dramaturg, er ist der wichtigste Mitarbeiter und er ist auch Autor. Das heißt, er schreibt natürlich auch. Und jedenfalls ist Satie für mich wichtig, Bach ist wichtig, Musik ist wichtig. Schubert war wichtig, wenn ich Schubert gemacht habe, Schumann, es ist einzig der Vorgang, also ich weiß nicht, was Sie gestern gesehen haben, das ist nur eine Vorstellung, wo wir eigentlich alles genau so gemacht haben, wie wir es sonst nicht machen. Musik kommt von Konserven, kommt von Schallplatten, wird eingespielt, das ist sonst überhaupt nicht üblich, das mache ich sonst nicht. Es ist immer Live-Musik. Es ist mindestens ein Musiker integriert als Darsteller und als Musiker. Und in dem Fall ist die Musik vielleicht irgendwo anders, ich weiß es nicht. Die Schauspieler spielen auch nicht so, wie sie uns sonst jeweils spielen. Sie spielen ein Theater, was ich sonst ablehne. Und wir haben damit gespielt, also auch ganz bewusst mit theatralischen Mitteln, die ich schrecklich finde zum Teil. Aber damit kann man natürlich auch etwas erklären. Wenn die Schauspieler wirklich so gut sind wie die gestern, die das durchhalten, dann ist es ein Stilmittel. Citato giustamente i suoi attori straordinari, no? Degli interpreti capaci di fare tutto con una maestria e con un'eleganza straordinaria. Allora, come si è formato questo nucleo di attori? Come li ha scelti? Cosa cerca in un attore? E come naturalmente lavora con questi interpreti? Quanto rende gli interpreti co-autori dello spettacolo? Die Schauspieler sind immer auch Co-Autoren. Wichtig ist, dass es sind natürlich auch Schauspieler, die ich oft schon kenne. Es gibt den Begriff Martaler Familie, das finde ich nicht so gut. Aber es gibt doch Schauspieler, mit denen ich regelmäßig arbeite. Kommen aber auch immer neue dazu. Auch in dieser Vorstellung kommen neue dazu. Aber das ist so ein Prozess, dass am Anfang erstmal eigentlich gar nicht probiert wird, sondern man spricht, man trifft sich, man geht vielleicht sogar essen gemeinsam, man lernt sich kennen. Normalerweise ist das so, dass man dann zusammen singt. Dass man mal sucht, wie kommt man da, weil das bringt die Menschen enorm zusammen. Vor allem, wenn Leute da sind, die sich noch nicht kennen.
Und das ist ein, kann ein sehr langer Prozess sein. Es kann ein bis zwei Wochen dauern, ohne dass eine richtige Probe stattfindet. Aber es kommen Assoziationen, es kommen Bilder, es kommen, man lernt sich kennen. Und das ist sehr wichtig. Und die Persönlichkeit der einzelnen Schauspieler, die dann halt sich einfach entfalten kann. Und man sieht, ein Schauspieler kann etwas ganz Besonderes. Mhm. Und da muss man offen sein, ich jedenfalls. Ich kann nicht kommen und sagen, jetzt machst du das, du kommst von rechts und du von links. Das ist schrecklich für mich. Sondern wenn jetzt ein Schauspieler gut singen kann, dann muss er auch singen können. Wenn er einen Handstand machen kann, dann soll er auch den Handstand machen können. Wenn er dabei dann noch ein Bier austrinken kann, dann ist ganz toll, dann macht er das auch. Insofern muss man den Leuten die Chance geben, sich einzubringen. Und ich bin als Regisseur unfähig zu arbeiten mit Schauspielern, die nur warten, bis man ihnen sagt, was sie machen sollen. Vorrei chiedere a Malte Ubenhauf, che con Stephanie Carpo è drammaturg del lungo percorso creativo di Marthaler, come si inserisce, come si è inserito all'interno di questa dinamica creativa? Che ruolo ha il drammaturg nel lavoro di Christoph Marthaler? Ja, weil das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Dazu gekommen bin ich vollkommen zufällig. Ich habe zu der Zeit selbst als Regisseur gearbeitet in der freien Szene in Hamburg und irgendwann gedacht, ich würde doch tatsächlich gerne mal, also auf Deutsch heißt das, eine Hospitanz machen. Und da hat mich der Zufall in diesem Zusammenhang gespült und da habe ich euch das erste Mal erlebt in Salzburg, Horvath zur schönen Aussicht. Und da war ich Beobachter der ganzen Situation. Und wenn ich mich versuche, daran zu erinnern, dann weiß ich noch genau, dass über den Prozess, den Christoph jetzt gerade beschrieben hat, über den Prozess des gemeinsamen Singens und des sehr allmählichen Erfindens von Szenerien, dass ich damals den Moment vollkommen verpasst habe, obwohl ich die ganze Zeit hingeschaut habe. Ich habe den Moment verpasst, wo die Dinge sich finalisiert haben. Und plötzlich war es passiert und ich wusste gar nicht wie. Als ich mich versucht habe, daran zu erinnern, ist es mir nicht geglückt. Und tatsächlich, das ist etwas, das ist auch manchmal immer noch so, dass, glaube ich, jeder von uns, der mitarbeitet, immer mal auch bestimmte Momente wie verpasst, weil jeder auch eine spezielle Konzentration auf Unterschiedliches hat in der Gruppe. Und insofern kann ich meine Rolle vielleicht auch gar nicht so ganz genau beschreiben, weil die sich von Mal zu Mal verschiebt und weil es sehr viele gemeinsame Erfindungsprozesse gibt, aber auch sehr viele einzelne Impulsen von jedem, der mitmacht. Und sicher kommen von mir öfter auch Impulse, was mögliche Textformen an Abenden betrifft. Gleichzeitig sind wir oft aber auch zusammen ein künstlerisches Betriebsbüro oder wir hören Musik zusammen an. Also es hängt sehr davon ab, von was wir glauben, worauf eine Sache hinausläuft, was die jeweilige Rolle ist. Sehr viel genauer kann ich es eigentlich gar nicht beschreiben. Trotzdem muss man sagen, dass Malte auch Autor ist und viele, viele Texte mitbringt, also existierende Texte und schreibt, irgendeine Szene sich entwickeln sieht und dann nachts zu Hause plötzlich einen Text schreibt und am nächsten Tag wird das probiert. Also das sind wirklich sehr wichtige gemeinsame Prozesse, muss man sagen. Però ci incuriosiscono molto, insomma, quello che vorremmo scoprire anche con una certa invidia, una certa morbosa curiosità. L'altro elemento fondante del teatro di Marthaler è lo spazio, la scena, lo spazio scenico. Qui alla Biennale di Teatro di Venezia abbiamo incontrato in passato Anne Wiebrock che ci ha raccontato, ci fece vedere anche con diapositive, con immagini, il percorso di invenzione dello spazio, no? Allora vorrei sapere da quest'altro punto di vista, dal punto di vista di Marthaler, una collaborazione che va avanti dal 1991, se non sbaglio. Anche qui, come vi siete incontrati e come regia e scenografia dialogano nelle vostre creazioni? Ja, das ist eine spezielle Geschichte. Ich habe ja über 10 Jahre lang
völlig in einer freien Szene gearbeitet und habe Produktionen gemacht in einem Bahnhof zum Beispiel, in Hallen, in Abbruchobjekten, in Garagen, Tiefgaragen. Und solche Orte habe ich gesucht und das auch immer mit Musik und Texten kombiniert. Das waren Projekte. Und Frank Baumbauer, der dann Intendant geworden ist in Basel, wo ich zu der Zeit wohnte, der hat mich geholt als Musiker, aber auch mich gefragt, ob ich auch Produktionen kleine machen möchte. Und so hat sich das entwickelt, dass ich eben in Bahnhöfen und so da auch dann am Stadttheater arbeiten konnte. Und dann hieß es plötzlich eben, ob ich nicht ein Stück von La Biche aufführen, inszenieren möchte. Das war L'Affaire de Luxin, die Affäre Rue de Luxin. Und da habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht, das wäre ja dann auf einer Bühne. Und da sollte ein Bühnenbildner gefunden werden. Und man hat Anna Fibrock vorgeschlagen und ich habe gesagt, naja, ich versuche es mal. Anna Fibrock ist ganz toll, was ich gesehen habe. Und wir haben gesprochen und sie sagte dann zuerst, nein, also dieses Stück, das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Und dann habe ich angefangen, eine Geschichte zu erzählen und fantasieren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe einfach fantasiert und plötzlich fand sie es ganz toll. Sie wusste auch nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Aber das war eine Initialzündung. Und plötzlich ging die Fantasie auf und wir hatten damals noch Zeit und wir haben, ich weiß nicht, tagelang gesessen und einen unglaublichen Raum entworfen. Und das ist das Spezielle bei Anna. Sie konnte einen Raum schaffen, der ein ganz realer Raum sein konnte, aber immer noch mit etwas, wo man denkt, hallo, da stimmt etwas nicht. Die Dimensionen oder so. Ein Wohnraum, der vielleicht so sein sollte, plötzlich so groß ist. Ne? Also ganz wesentliche Elemente, ich weiß nicht, Pelléas et Mélisande waren diese für die Schiffe, das sieht man ja hier auch, diese Reifen, wo die Schiffe anlegen, die waren ganz weit oben und so, also war alles umgedreht. Und Außenräume und Innenräume kombiniert und das hat mich fasziniert. Und so fing das an und so ging es weiter. So hat die Anna die Räume geschaffen, die noch besser waren als die Räume, in denen ich vorher gearbeitet habe. Und seither sind wir ein fast unzertrennliches Paar. Es gibt schon noch jemand, wo ich auch mitarbeite, aber das ist hauptsächlich Anna. Certo. Ecco, ma quello che ci interessa scoprire è l'ideazione dello spazio è precedente all'allestimento, alla creazione o nasce assieme? Cantate anche con la scenografa, non lo so. C'è prima una visione spaziale o c'è prima una visione drammaturgico-registica? Das ist unterschiedlich. Es ist ja, wenn man ein Stück macht, ist es ja oft so, dass der Raum als erstes existieren muss, weil der muss ja dann irgendwie gebaut werden. Lange vor den Proben muss man wissen, wie sieht das Bühnenbild aus. Und da wir ja nicht Leute sind, die immer ganz, ganz genau ausgeklügelte Konzepte haben, ist das manchmal gar nicht so einfach. Da man sich aber so gut kennt, kann es auch schon mal vorkommen, dass die Anna, wir sprechen zusammen, dass sie dann aber irgendwo hingeht, einen Raum schafft, uns zeigt und wir sehen den Raum und sagen, der ist ganz toll, das ist aber ein bisschen anders, als man es dachte, aber dann sagen wir nicht, es muss ein anderer Raum sein, dann ist es einfach so, dass man sagt, in dem Raum machen wir das jetzt anders, als wir es gedacht haben. Das heißt, der Raum inspiriert dermaßen, dass eine ganz tolle neue Idee sich entwickeln kann. Das heißt, wir tun uns gegenseitig also auch dann da inspirieren. Aber ganz oft ist auch so, dass man gemeinsam an einen Ort reist. Wir waren zum Beispiel für Fidelio in Frankfurt in Venedig, in einem Gefängnis, wie heißt das Gefängnis, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, und haben das Gefängnis besucht, vor allem von außen. Und das hat ganz wesentlichen Einfluss gehabt. Das, mit dem Dirigenten Sylvain Cambrelant zusammen. Also auch wir machen solche Reisen und solche Aufenthalte. Wie gesagt, wir sitzen möglichst wenig in Räumen, um Konzepte zu besprechen, sondern wir gehen raus und inspirieren uns. C'è
all'interno di questi spazi c'è un elemento che ricorre in molti dei suoi spettacoli, che è un immaginario visivo legato a un'epoca non ben definita tra gli anni 50 e gli anni 70 del Novecento. Un immaginario contrassegnato dai costumi, dalle scarpe, dalle musiche anche spesso, no? Perché c'è questo riferimento temporale? O atemporale, naturalmente. Ja, ich würde eher sagen, zeitlose Referenz. Wenn man jetzt ein Stück macht, das vielleicht heute spielt, kann man die Kostüme von heute nehmen. Man kann aber auch eben ein bisschen zurückgehen in die 70er Jahre. Das ist wie eine Distanz, die man baut. Das heißt nicht, dass es nicht heute spielt. Aber bei vielen Stücken, wie zum Beispiel Murks, den Europäer in Berlin, das hat ja dann unmittelbar nach der Wende gespielt, da waren die Leute alle noch so gekleidet dort. Das war also ganz, ganz realistisch. Und es ist ein Spiel mit der Zeit. Und es gibt ja oft Stücke, da gibt es Kostüme aus 50 verschiedenen Jahren. Ne? Das ist also ein Stilmittel, wo Diana dann bewusst damit spielt und wir auch, dass man nicht einfach sagt, das spielt jetzt genau da, genau jetzt an dem Zeitpunkt, sondern es ist eine etwas weiter gefächerte. Man hat mehr Distanz dazu. Aber eben, ich glaube, in der Art und Weise, wie Anna häufig ihre Räume entwirft, interessieren sie auch Widersprüche. Das heißt, sie erzeugt, also Anna ist ja eine, sie ist noch viel manischer draußen und unterwegs vielleicht als wir, wenn sie so auf ihren eigenen Recherchetouren ist. Und sie hat ein riesig, ein unfassbares Archiv an Bildern, Orten, Fotografien. Und ganz häufig ist es so, dass vermute ich weiß gar nicht, ob sie da ist, dann müsste sie es selber beantworten, aber ich vermute, dass sie oft aus irgendeiner speziellen Intuition für einen Widerspruch auf einmal auch sehr unterschiedliche Zeiten zusammenschraubt in ihren Räumen und in ihren Kostümen, weil dadurch auch plötzlich irgendeine Form von Erzählung in das gerät, was wir vorhaben, die vorher noch nicht da war und die das Ganze auf eine Weise bereichert, die überhaupt nicht vorhersehbar war. Und das verdankt man, glaube ich, häufig den Intuitionen, die Anna selbst bei der Betrachtung ihres gesamten Recherchematerials so hat. Das heißt, für uns häufig unglaublich schöne Momente, wenn sie etwas zeigt, was sie gemacht hat. Domande anche da parte vostra, naturalmente ce ne sono, io ho qui 4 pagine di domande, quindi posso andare avanti ancora per delle ore se vogliamo, ma ci sono tanti amici e colleghi giornalisti in sala, ci sono tanti artisti che sicuramente saranno curiosi di saperne di più, quindi vi invito già da ora ad intervenire. Andando a scavare un po' di più nella struttura dei suoi spettacoli, maestro, ci sono degli elementi che in qualche modo ritornano, delle figure che ritornano, ad esempio questo adulto bambino capriccioso, no? Questa figura di adultità mai veramente raggiunta, che è fragilissima, che crolla nell'incapacità di gestire la tecnologia o di piantare un chiodo, di attaccare una radio, di aprire una sedia a sdraio o di fare tante cose normali, no? E poi è molto gratificato quando ci riesce. Da cosa nasce questo, diciamo, personaggio trasversale? Ja, das kommt einerseits wahrscheinlich auch daher, dass ich selber nicht erwachsen geworden bin, aber die Freude natürlich an diesen Dingen. Es ist Slapstick im Grunde genommen. Und es ist vielleicht bei mir ein bisschen anders. Es ist nicht gleich so zack, zack, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen Slow-Motion-Slapstick, ich weiß nicht. Aber es ist natürlich der Misserfolg. Man lacht ja, selbst wenn ein Mensch schrecklich auf die Schnauze fällt, muss man eigentlich lachen. Und das ist ein bekanntes Phänomen, ne? Aber das ist das, was einem fasziniert. Und auch wenn es ganz ernste Stoffe sind, es ist immer erstaunlich, wie viel Komik, auch schreckliche Komik dann dahinter steckt. Und es ist einfach die Freude an Spielen
mit Menschen. Aber auch dieses Menschliche, wenn einem Menschen was passiert, wenn er einen Liegestuhl nicht zusammenbringt, wenn ein Tisch hinfällt, wenn irgendwas zu Boden geht, das hat ja was Schönes auch. Und es ist ja was Rührendes. Also ich versuche ja auch die Menschen so zu zeigen, wie sie sind, und zwar auch schön zu zeigen. Und nicht mich einfach lustig zu machen über Menschen, sondern Menschen zu zeigen, wie sie eben auch lustig sind. Also insofern möchte ich nicht zynisch mit Menschen umgehen. Wenn das beginnt, dann höre ich mit Theater wahrscheinlich auf. Müssen Sie mir dann sagen. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Domande, ci sono domande? Vor langer Zeit haben Sie ein Stück gemacht, es ist Hotelangst. Und ich glaube, dass das Wort Angst ist ein Schlüsselwort. Auch in diesem Spiel, ich habe das Gefühl, dass diese Leute, die zwei Familien, hat viele Angst. Und der Doktor hat Angst, die andere hat Angst. Und hier, Stück ist gespielt in zwei Fremdsprachen, auf Deutsch und auf Französisch. Es ist eine Angst gegenüber die verschiedene Kultur, man behandelt darüber. Und ich habe eine andere Frage. Warum ist der Tochter der Latinoa, ist gespielt auf Deutsch, die Mutter und der Vater spricht auf Französisch, aber die Tochter spricht auf Deutsch, ich glaube. Ich gebe das Wort dem Malte Ubenauf, der das viel besser erklären kann als ich. Nein, das glaube ich nicht. Aber also, ich würde erstmal zustimmen, das Thema der Angst ist ja sehr nah an dem, glaube ich, was Christoph Marthaler eben schon beschrieben hat. Also der Misserfolg oder auch das plötzliche, unglückliche Ereignis. Das sind oft kleine Ängste, die sich, wenn sie sich häufen, zu großen Ängsten auswachsen. Und insofern, das ist sicher ein zentrales Thema fast aller Arbeiten, auf eine bestimmte Art und Weise. Zu der zweiten Frage kann ich, glaube ich, nur was mutmaßen, weil es könnte sein, dass da in den Familienverhältnissen vielleicht etwas komplizierter ist, als man denkt. Also vielleicht gibt es da ein patchworkartiges Ereignis, von dem wir gar nichts ahnen, was die Tochter dazu bringt, Deutsch zu sprechen. Es könnte sein. Es ist auch ganz simpel ein Spiel, auch in dem Falle wieder, weil ich mag ja Theater zu machen in verschiedenen Sprachen, ist klar. Aber wenn man dann einfach sagt, jetzt wollen wir endlich mal mit Marc Bodnar und Charlotte Clemence zusammenarbeiten und das sind französische Schauspieler und mit Graham Valentine ist ein Schotte, mit dem arbeite ich schon sehr lange zusammen, dann kommt man zusammen und sagt, wir tun jetzt einfach so, als ob die alle eine Sprache sprechen würden. Aber sie sprechen Französisch und Deutsch. Sie antworten sich aber in ihrer Sprache. Bis es eben dann doch mal so kollidiert, dass sie nicht mehr wissen, wenn sie dann ihre Zettel vorlesen. Okay. Aber es ist ein Spiel. Wir haben auch in Binge Only mit vier Sprachen gearbeitet. Und es hat absolut niemand irgendwie dann gefragt, warum. Das hat mich schon schön positiv erstaunt, weil das ist auch eine Familie und die redet in vier Sprachen. So als wäre es nur eine. Dunque non ci sono Hollande e Merkel in queste due famiglie. Das kann man natürlich auch so sehen. Solche Gedanken haben schon auch mitgespielt. Das ist ganz klar. Nur, wir haben das jetzt nicht ganz so, also das war jetzt nicht die Basis dessen. Es ist nicht der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen es mit deutschsprachigen und französischsprachigen Schauspielern zusammen. Es gibt ja einen Umstand, der jetzt vielleicht gestern kommt, der gar nicht so zur Geltung, wenn es jetzt noch eine andere Art von Übertitelung gibt, als wir sie zum Beispiel hatten, als wir den Abend in Basel erfunden haben. Es gibt auf Deutsch sehr besondere, sehr ungewöhnliche und auch sehr kreative Übersetzungen von Elfriede Jelinek, von den Texten von Labiche. Und das war unter anderem für uns auch ausschlaggebend,
für die Zweisprachigkeit, weil diese die Übersetzung, die Elfriede Jelinek gemacht hat, dem Original in großen Teilen zunächst einmal gar nicht entspricht. Das heißt, sie hat sehr frei, sehr offen die Dinge an zum Teil ganz andere Punkte getragen, sodass, also auch in Basel haben wir ja, wenn die deutsche Familie Deutsch spricht, Französisch übertitelt und umgekehrt, es entspricht sich aber fast nie. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht sagen, dass es sich dabei tatsächlich um Übertitel handelt, sondern man sieht einmal das Original, französische Original von Labiche, und was man hört, ist daran schon sehr angelehnt und trotzdem wie ein vollkommen eigenes Drama. Und von Elfriede Jelinek gibt es sehr viele Übersetzungen französischer Texte, und es war damals mit ein Ausgangspunkt, das weiß ich noch, als wir über diese Produktion nachgedacht haben, dass wir unbedingt auch mit den Texten von Elfriede Jelinek umgehen wollten. In questi quadri musicali ci sono dei tentativi di assolo non riusciti e mi ha insospettito il relazionale. Cosa vince, il contesto o la forma relazionale spersonalizzante? Cioè i soggetti che parlano, che cercano di parlare di sé, a un certo punto, anche velocemente, anche nevrotizzati, a un certo punto si interrompono, perché è tutto un meccanismo che vince su quelle personalità. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Frage, die Sie stellen, eigentlich schon sich fast beantwortet haben. Ich könnte es jetzt gar nicht so anders beschreiben, als Sie das tun, weil selbstverständlich bedingen sich diese Systeme immer, also musikalische, rhythmische und auch inhaltliche und sprachliche Systeme, die verweben sich ja häufig zu einem Ganzen und zu etwas, was ohne einander gar nicht mehr funktionieren würde. Und entsprechend sind Unterbrechungen, Abbruchsphänomene von Musik und Sprache immer auch Ausdruck von den Dingen, über die Sie schon gesprochen haben. Ich könnte jetzt das gar nicht sehr viel stark ergänzen. Hallo, ich wollte fragen, ob, ich war gestern mit dem Stück, und ob das Stück Ihnen hilft, die Menschen zu verstehen, also so lange mit Mitteln zu arbeiten, um sozusagen die Irrsinnigkeit der Blödheit von ihren Reaktionen auf Begebenheiten zu suchen, also zu sehen irgendwie so etwas und dann lachen sie darüber. Andere kommen mit großen Emotionen und so weiter, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass so gesucht wird, wo kommt jetzt noch der Lacher? Wo kann ich noch dieses Einfache aus dem Zuschauer rausholen? War das ein Teil davon? Kann das sein? Ich glaube, den Anspruch, den Zuschauer weiterzubringen, den kann man nicht konstruieren. Also man kann sicher immer nur davon ausgehen, sich über die eigene Arbeit, die man dann ja mit einem Publikum zusammen erlebt, selber weiterzubringen. Die andere Richtung kommt mir fast unmöglich vor. Und ich wüsste auch nicht, wofür die wirklich sinnvoll sein sollte. Weil tatsächlich, man macht zusammen eine Erfindung, von der man als künstlerisches Ereignis irgendwie überzeugt ist. Was das aber in der Reaktion bedeutet, ist nicht vorhersehbar und auch nicht planbar, selbst wenn man das wollte. Und insofern nehmen wir natürlich vieles entgegen von der Reaktion eines Publikums, aber es ist nicht darauf ausgerichtet, ein Publikum weiterzubringen. Das kann es, glaube ich, gar nicht. Salve, senta, volevo chiederle se ci racconta, ci spiega come ha costruito il testo, proprio la parte drammaturgica dello spettacolo di ieri. Si sa appunto che l'ispirazione è alcuni testi di Labiche, non solo uno, però poi sembra che ci siano citazioni anche da altri autori o sono anche proprio scritture autonome di Malte Ubenhoff, per esempio, dello stesso Mark Thaler. Ecco, se ci spiegate proprio la costruzione drammaturgica. Das müsste ich jetzt eigentlich auch dem Malte übergeben, aber vorweg, es ist natürlich ein Spiel mit Material. Wir hatten verschiedene Stücke von Labiche. Wir haben uns überlegt, wie gehen wir damit um. Ursprünglich wollten wir ja nur eine
eine große Collage, eine Labisch als Inspirationsquelle nehmen. Und es hat sich immer mehr konzentriert auf dieses Stück La Poudre aux yeux. Und daraus, es gibt nicht mehr sehr viel von anderen Stücken drin. Ne? Und daraus hat sich es dann eigentlich immer weiter von dem Stückchen selber entfernt. Und es, diese zwei Familien sind ja, werden ja immer mehr zu einer Familie, die verschmelzen, die fließen ineinander und man weiß am Ende gar nicht mehr, was ist jetzt hier geschehen, auch mit der Zeit. Sind die jetzt, ist das jetzt Jahre später oder ist das einfach, es gibt eine, ist eine Verwandlung, aber über den Vorgang kannst du sicher besser. Nee, den hast du doch richtig beschrieben. Tatsächlich ist der Hauptbestandteil des Abends eine sicherlich etwas verkürzte, dennoch chronologisch korrekte Abfolge des Stückes von Labiche. Es gibt ganz am Anfang, das war etwas, das hatten wir in den Proben sehr früh entwickelt und fanden dann auch später noch, dass es irgendwie schön sein könnte, den Abend damit zu beginnen, gibt es die absolute super Kurzversion eines kompletten Stückes von Labiche. Das heißt, dieser Moment, wo alle Schauspieler vor dem Vorhang stehen, und das heißt dann bei uns das Rätsel von Heilbronn, sind sozusagen übrig gebliebene Fragmente eines kompletten Stückes. Im Grunde wird ein ganzes Stück innerhalb von 3 Minuten erzählt. Und das kam uns irgendwie interessant vor, weil dieses Stück, aus dem das entnommen ist, eigentlich alle vorstellbaren beziehungsweise eben nicht mehr vorstellbaren Komplikationen an Verwandtschaft enthielt, die Labiche sich so ausdenken konnte. Und deshalb war das fast für uns wie so eine Art Ouvertüre. Ansonsten gibt es an dem Abend 3, 4 kürzere monologische Momente. Und das sind tatsächlich das sind Ereignisse, wo die Figuren vielleicht für einen kurzen Moment tatsächlich aus der Sprache, die den Abend eigentlich strukturiert, ausbrechen, hin zu etwas, was vielleicht nochmal auf eine andere Weise in ihnen so versenkt ist. Also wie die Erinnerung an irgendeine Art von Albtraum oder die Erinnerung an etwas, was lange zurückliegt. Einmal geht es ja um eine mysteriöse Mordgeschichte, von der man nicht ganz genau weiß, woher die jetzt plötzlich kommt. Trotzdem wird die mit einem großen, also einem plötzlichen großen Bedürfnis vorgetragen. Da kommen andere Autoren ins Spiel. Das sind in dem Fall Gustav Meyrink und Gerd Jonke. Das bleiben aber Ausnahmen. Das sind wie versunkene andere Sprachen, die für einen kurzen Moment an die Oberfläche geraten. Ansonsten tatsächlich das eine Stück von Labiche. Und da wird ja der eine Text von Emmeline plötzlich dann auch wieder abgebrochen von der Mutter, die sagt, dein Appar ist viel zu lang und völlig deplatziert. Intanto, Maestro, una domanda la faccio io, mentre arriva il microfono. Cosa fate quando sbagliate? Cioè, c'è una scena che non vi piace, quando non riesce qualcosa, come vi confrontate con gli errori? Che cos'è un errore? Ja, wenn ich überhaupt merke, dass es ein Fehler ist, dann frage ich zum Beispiel Malte oder die Schauspieler, aber man spürt doch vielleicht, jetzt stimmt etwas nicht. Und manchmal weiß ich auch nicht, was es ist. Aber manchmal mache ich auch bewusst Fehler. Also in dieser Produktion haben wir ja absichtlich sehr viele Fehler gemacht. Dinge, die ich sonst im Theater nicht mache, Spielweisen, habe ich vorher schon gesagt, die wir sonst nicht haben. Ich habe Musik eingespielt, das ist für mich eigentlich schon ein Fehler. Ich mag nicht eingespielte Musik im Theater. Also haben wir alles gemacht, was, jetzt wird auch Musik eingespielt, das trifft sich gut. Ich meine, es gibt den blöden Satz, aus Fehler kann man lernen und ich mache gerne Fehler eigentlich. Dann hat man was zu tun, indem man sie ja aufheben kann. Fatto manifesto. Nell'opera di ieri c'è una ripetizione di sangue. Quasi scandita. Volevo sapere qual è il significato di queste continue episodi in cui i protagonisti si feriscono e perdono sangue e anche qual è il significato degli animali impagliati che ci sono in scena.
Ich möchte die Frage gar nicht allzu sehr beantworten, weil es sind auch für uns gewisse Geheimnisse. Ich gebe auch zu, ich weiß auch zum Teil nicht. Sehen Sie, diese ausgestopften Tiere. Ja, ich möchte auch, dass Geheimnisse bleiben. Man darf ja auch nach Hause gehen und denken, haben die sich was dabei gedacht oder haben sie sich nichts dabei gedacht? Irgendwas hat man sich schon gedacht, aber man geht in einem Theater durch Räume, durch ein Fundus und plötzlich sieht man wunderschöne ausgestopfte Tiere und man schaut den Diener an, den Graham Valentine spielt und denkt plötzlich, die passen aber wirklich gut zusammen. Und dann trägt er es vorbei und dann findet man es großartig. Es sind übrigens nicht mehr alle ausgestopften Tiere da, weil bei einem Gastspiel, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich weiß nicht mehr, wo. Jedenfalls wurde an der Grenze wurden zwei ausgestopfte Tiere, die wahrscheinlich schon seit 50, 60, 70 Jahren im Fundus des Theater Basels waren, wurden wegen Artenschutz beschlagnahmt. Also war irgendein Vogel, ich weiß nicht, ein Adler oder sowas, durften also nicht mehr und wurden beschlagnahmt. Also fehlen zwei wunderschöne ausgestopfte Tiere, die jetzt, ich weiß nicht, auf welchem Zollamt liegen. Auch das wäre natürlich wieder eine Szene. Das Blut, ich meine, das sind diese Menschen, die auch immer blutleerer werden. Die verlieren ja ihre, irgendwie verlieren sie auch ihre Säfte. Irgendwie verkommen sie. Am Ende können sie ja nur noch Styropor essen und alles einpacken und die ganze Wohnung ausräumen. Was immer das bedeutet. Es ist etwas, ja, ich finde auch durchaus Trauriges, aber es ist immer weniger Blut in diesen Menschen. Bis zum letzten Blackout. Aber man kann das sehen, wie man will. Das ist auch eine. Das sind Ideen, die entstehen in der Arbeit. Und es sind unzählige Ideen, die entstehen. Und die, wo wir denken, die passen oder die sind schön oder die gefallen uns, die bleiben. Und sind auch auf Geheimnisse, sogar für uns. Salve. Se ho capito giusto, nel teatro suo, lei non è un tirano, ma un il papà. Come devo essere un attore di Marteller? Da müsste man die Schauspieler fragen, ob ich wirklich ein Vater bin. Ich weiß gar nicht. Aber für mich, in meiner Arbeit sind die Schauspieler das Wichtigste. Ohne Schauspieler kann ich kein Theater machen, aber auch nicht denken. Also die Inspiration sind die Schauspieler. Wie die Schauspieler bei mir sein müssen, ich weiß nicht. Sie sind Menschen, sie müssen Menschen sein, die möglichst nicht einfach nur spielen wollen, sondern auch einfach nur da sein möchten. So wie sie sind, weil sie ja dann oft eine ganz tolle Ausstrahlung haben. Aber es gibt hier Schauspieler, die hier sitzen. Vielleicht will jemand eine Antwort geben darauf, ob ich ein Vater bin oder ein... Oft bin ich ja auch das Kind der Schauspieler. Ne? Grazie, appuntamento questa sera con lo spettacolo di Thomas Ostermeier, domani pomeriggio con l'incontro. Grazie a Christoph Marteller, grazie a Malte Ubenhaus. Grazie a voi.